Ist Tryptophan krebserregend? Immer wieder lesen Sie irgendwo im Internet den Ratschlag, vielleicht bei depressiven Stimmungslagen, zum besseren Schlafen oder ähnliches, nimm die Aminosäure Tryptophan zu dir, die ist zum Beispiel vielen Milchprodukten drin. Tryptophan wird im Körper, wenn Sie es aufnehmen, normalerweise umgewandelt in Serotonin, das ist das Hormon, das glücklich macht, und dann in Melatonin, das ist das Hormon, das wir für einen guten Schlaf benötigen. Und damit würde man sagen, ach, ist alles prima. Allerdings ist es so, dass unser Körper für eine Situation gemacht ist, wo wir glauben, dass wir ständig mit Bakterien in Kontakt sind und darum kämpfen müssen. Und Tryptophan ist nicht nur für uns Menschen eine essentielle notwendige Aminosäure, sondern auch für Mikroorganismen wie Bakterien. Und jetzt ist es so, dass wenn der Körper merkt, oh, da könnten Bakterien in meinem System sein, hat er ein System, um das Tryptophan aus dem Körper rauszuziehen und abzubauen. Das ist an sich super clever. Die Schwierigkeit ist nur, dass dieses System bei uns immer wieder getriggert wird. Es gibt zwei Trigger dafür. Das eine ist tatsächlich Entzündung, dann wird ein Enzym namens IDO aktiviert. Das andere sind erhöhte Cortisolspiegel, sprich Stress, dann wird ein Enzym namens TDO aktiviert. Und beide gehen hin und verstoffwechseln Tryptophan zu einem Stoff, der nennt sich ein Kynurenin. Und diese Abbauprodukte bremsen Zellen des Immunsystems, sogenannte T-Zellen, in ihrer Aktivität und können sie sogar zum Absterben bringen. Und das sind die Zellen, die wir benötigen, um entstehende Krebszellen wieder abzutöten. Sie haben alle bestimmt schon einmal gehört, dass jeder Mensch am Tag so und so viele Krebszellen produziert, aber die wieder abbaut. Jetzt haben Sie auch vielleicht gehört, dass Krebs eine entzündliche Erkrankung ist. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Sie die Kombination haben aus Stress oder erhöhten Entzündungsspiegeln und diese machen indirekt über diese Kyurenine die Zellen platt, die Krebszellen auffressen, können plötzlich Krebszellen überleben. Und das ist der Grund dafür, warum, wenn ich Stress habe oder ich erhöhte Entzündung habe, zusätzliches Tryptophan möglicherweise wirklich nicht krebserregend, aber krebsförderlich ist und ausgesprochen schlecht für unsere Gesundheit. Das Problem ist nur, dass wenn jemand schlecht schläft und deswegen zum Beispiel Tryptophan einnimmt, um besser zu schlafen, mehr Melatonin zu produzieren, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhöhte TDO-Aktivität. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel depressiv ist, wir wissen in der Praxis ganz häufig, Menschen mit Depressionen haben fast immer ein entzündliches Problem auf Magen-Darm-Ebene zusätzlich vorliegen. Das heißt, die haben alle erhöhte Entzündungsspiegel. Haben Sie, wenn Sie jetzt, um glücklicher zu werden, Tryptophan einnehmen, eine erhöhte IDO-Aktivität und damit ist das tatsächlich gewissermaßen krebserregend. Will heißen, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, sollte ich Tryptophan besser nicht einnehmen, im Zweifelsfall vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite ist es ein essentieller Nährstoff. Wir brauchen den. Wenn übrigens dieses System angeschmissen ist, fehlt uns dieses Eiweiß, weswegen wir tatsächlich niedrige Serotonin- oder Melatoninspiegel haben können. Und das ist auch keine Lösung, jetzt zu sagen, ich lebe vegan und eiweißfrei und ist halt nie wieder Tryptophan, das macht es auch nicht besser, sondern Sie müssen tatsächlich zwei Dinge angehen. Das erste ist erhöhter Entzündungsspiegel. Da haben wir immer wieder gelernt, dass es ein Problem auf Magen-Darm-Ebene entsprechend gegebenenfalls einen Stuhltest machen und nachschauen, welche Entzündungswerte man dort hat. Oder im Blut gucken, ist der CRP-Wert unter der Nachweisgrenze? Wenn ja, haben Sie wahrscheinlich keine Entzündung. Wenn doch, dann sollte man unbedingt alles tun, diesen Entzündungswert zu nullen. Wenn Sie schon mal bei uns in der Praxis waren, haben wir das automatisch gemessen. Wenn noch nicht, können Sie auf www.drgersch.de/online gehen, können dort entsprechend ein Bluttestset oder ein Stuhltestset zu sich nach Hause bestellen. Entweder machen Sie es zu Hause oder bei Blutentnahme können Sie es auch zu Ihrem Hausarzt mitnehmen, wenn Sie nicht zu uns zur Blutentnahme kommen wollen. Klappt ziemlich gut, dann finden wir raus, haben Sie irgendwas mit Entzündung zu tun. Das ist die eine Variante, die zweite Variante hat mit dem Stress zu tun. Wenn Sie merken, dass Stress ein Problem in Ihrem Leben ist,
müssen Sie den abstellen. Es ist es normalerweise nur so, wenn ich Ihnen sage, ach, machen Sie mal langsam, stressen Sie sich nicht so viel, das klappt für eine gestresste Person überhaupt nicht und ist damit ein Bärendienst. Sie können aber überlegen, wie kommt der Stress überhaupt in meinem Körper zustande und werden merken, dass wenn Sie gestresst sind, Sie meistens zu schnell atmen. Und die meisten Menschen, die ein Stressproblem haben, haben eine dysfunktionale Atmung. Also eine falsche, fehlgeleitete Atmung. Und gegen die können Sie sehr wohl was tun. Sie können einen ganz einfachen Test machen, ob Sie davon betroffen sind. Indem Sie einmal schauen, wie lange kann ich die Luft stressfrei anhalten. Sie atmen ein, Sie atmen aus, ganz normal. Und dann halten Sie einfach die Luft an, zählen in Sekunden, wie lange packe ich das nicht. Wie lange kann ich maximal die Luft anhalten? Also wie lange kann ich stressfrei die Luft anhalten? Wenn Sie sehen, dass Sie auf den Wert deutlich unter 35 Sekunden kommen, dann kann man sagen, der Grund für Ihren Stress wird unter anderem mit in der Atmung liegen. Und wenn Sie das angehen wollen, haben wir ein tolles Programm, wo wir das unterstützen können, das zu machen. Und darüber kriegen wir Stressspiegel runter, darüber kriegen wir Entzündungsspiegel runter. Und dann verliert auch das Tryptophan, das ja sowieso immer in unserer Ernährung vorkommt, auch seine sogenannte, vielleicht nicht krebserregende, aber krebsförderliche Wirkung. Und das ist das Letzte, was wir haben möchten. Entsprechend, die Frage beantwortet, ist Tryptophan krebserregend? Ja, für die meisten Menschen schon, weil die meisten Menschen eben eine dysfunktionale Atmung haben oder Entzündung im Körper haben. Aber das sind lösbare Probleme und wenn die vorliegen, sollte man sie auch lösen. Nur, ich würde nie Tryptophan so pur supplementieren. Wir machen das immer so, wir gucken, dass die Leute im Blut einen gewissen Eiweißspiegel haben. Wenn er zu wenig ist, raten wir dazu, mehr Eiweiß zu konsumieren, zwar in einer bestimmten Art und Weise, aber nicht gezielt einzelne Aminosäuren, sondern ein vollwertiges, komplettes Eiweiß und sagen, der Körper soll sich rausziehen, was er braucht. Denn hätten Sie zum Beispiel ein Aminogramm, wo Sie sehen, oh, also die Aminosäuren im Blut gemessen, ich habe einen Mangel an Tryptophan, dann ist es meistens eben nicht so, dass Sie keins aufnehmen, sondern es liegt daran, dass dieser Fahrtweg, dieser Chorionin-Fahrtweg aktiviert wird und in das Tryptophan einfach wegverstoffwechselt wird, um sich gegen mögliche Schadfaktoren zu wehren, die aber vielleicht gar nicht vorliegen und ihnen so gar keinen Vorteil bringen. Und letzte Anmerkung zum Schluss: Es gibt noch die Volksweisheit, macht man eine Erkältung, soll man füttern, eine Fieber soll man aushungern. Und das hat genau den gleichen Hintergrund, denn Bakterien, die das Fieber machen würden, leben unter anderem vom Tryptophan. Essig kann es mehr, ist eine akut fieberhafte Erkrankung, damit natürlich auch besser gegeben. Aber das soll jetzt nur die kleine alte Volksweisheit gewesen sein. Das heißt, für uns alle anderen ist es so, bitte darauf achten, Entzündung sollte null sein, Atmung sollte normal sein. Das heißt, ich sollte stressfrei mehr als 35 Sekunden oder maximal mindestens 60 Sekunden die Luft anhalten können. Und das ist das, was hinter der Idee steckt, ist Tryptophan krebserregend.